Kommen wir jetzt ohne Umschweife zu unseren nächsten Gästen. Und zwar zu diesen beiden Knallern, die hier gemeinsam auf dem Sofa sitzen. Er ist Produzent, Autor, Filmemacher und Talkkollege. Sie ist Journalistin, Autorin, ehemalige Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Emotion und eine der sympathischsten Frauen, die ich zumindest kenne. Sag ich jetzt mal so. Hättest du sie sonst nicht geheiratet? Das stimmt, genau. Herzlich willkommen, Dorothee Röhrig und Hubertus Meyer. Hubertus, du sagst gerne, dass Frauen per se die interessanteren Gesprächspartner sind. Soll ich mich deshalb zuerst mit Dorothee unterhalten? Ja. Ja? Aber sag uns vorher noch, wie du darauf kommst. Warum? Meine Beobachtung ist, natürlich gibt es unheimlich viele Ausnahmen, dass sich Männer häufig sehr über die Funktion definieren und Frauen mehr über die Person. Und ich unterhalte mich einfach lieber mit Personen als mit Funktionären. Mhm. Siehst du das auch so? Ist das deine Erfahrung auch, Dorothee? Also ich höre das jetzt schon sehr oft von Ihnen. Mittlerweile glaubst du es auch, weil inzwischen ist es schon rein. Nein, aber natürlich nicht. Also ich bin nach wie vor sehr an Gesprächen mit Männern interessiert. Also auch wenn du das jetzt. Ja, aber die Frage ging ja an mich. Also nicht nur die Gespräche mit Männern und Frauen sind unterschiedlich, auch die Freundschaften zwischen Männern und Frauen sind unterschiedlich. Das ist richtig. Was mir so richtig bewusst geworden ist, seitdem ich dein Buch gelesen habe, du schreibst über Frauenfreundschaften und darüber, also eigentlich über den Punkt, wenn sie kaputt gehen, wenn sie in die Brüche gehen, und analysierst daran dann auch, was sie eigentlich so besonders gemacht hat, wie es dazu kommen konnte. Warum unterscheiden sich Frauenfreundschaften von denen, die Männer führen? Mir war das vorher auch nicht so klar. Also bevor ich das Buch schrieb, habe ich darüber auch ehrlich gesagt nicht so wirklich nachgedacht. Aber im Schreiben und im Nachdenken darüber haben sich also wirklich Gräben aufgetan, Welten, wobei ich nicht über Männerfreundschaften geschrieben habe, sondern über uns Frauen. Aber das wäre auch ein dünnes Buch geworden. Darüber schon die Vorlage, da können wir gleich noch drüber reden. Ja. Es ging aus von einer persönlichen Erfahrung. Eine Freundschaft ging in die Brüche, eine sehr lange mit meiner besten Freundin. Und es hat mir doch also ziemlich schweineweh getan. Und ich habe überlegt, was ist da eigentlich mit mir los? Warum bewegt mich das so tief? Und dann habe ich angefangen, ein bisschen mir darüber Gedanken zu machen und wollte auch ein bisschen darüber was lesen und fand dann immer nur Bücher zum Glück und Wert der Freundschaft. Ja. Und dachte, ja, wo ist denn das, wenn es eben kaputt geht und ein Bruch kommt? Und dann dachte ich, ja, da muss ich noch mal weiter ran. Und das habe ich dann getan. Und ja. Du sagst, wenn Frauenfreundschaften kaputt gehen, dann ist das fast, als wenn eine Liebesbeziehung kaputt geht. Warum? Ja, das hat mich auch überrascht. Ich habe dann doch mit vielen Frauen sehr lange Gespräche geführt und habe auch bemerkt, dass da eine unglaubliche Liebesbeziehung eigentlich entstanden ist. Ja? Und dass es ein ganz dunkler Fleck im Leben von Frauen ist, wenn diese Beziehung kaputt gegangen ist. Das ist sehr emotional zwischen Frauen. Und dadurch auch sehr zerbrechlich. Also du meinst aber jetzt eine platonische Liebesbeziehung? Ja, nur um das einmal klar zu machen. Das, ne? Das hätte ich aber drauf. Frauen, schreibst du sehr schön und beschreibst du sehr schön, sagen sich eben auch so viel. Ne? Sagen sich vielleicht sogar mehr, als man sich in einer Liebesbeziehung mit seinem Partner erzählen würde. Kehren ihr Innerstes nach außen. Ich glaube, das machen Männer nicht so in der Form. Das denke ich auch. Doch. Ja, ich glaube, Männer sind, also wenn ich Giovanni sehe, wir waren vor 4 Monaten Abendessen und haben uns da vor eine Weile nicht gesehen und kennen uns fast 40 Jahre. Mhm. Wir haben uns für unsere Verhältnisse geradezu intim ausgetauscht, waren aber trotzdem nach 10 Minuten bei Sachthemen. Okay, so. Ihr wart fertig. Okay. Ja. Ich hab eine komplett andere Erinnerung dran. Das lag vielleicht aber auch an dem primitiven Konsum an diesem Tag. Der aber förderlich war. Und ich glaube, es ist schon so, dass als Dorothee das schrieb und ich habe dann die ersten Fälle anonymisiert, natürlich dann gelesen, da habe ich wirklich gedacht, ich habe ein bisschen Angst vor euch. Weil das ist so eine Nähe, die Männer, also ich darf wirklich sagen, ich habe einige wenige sehr enge gute Freunde, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir in so eine Tiefe gegangen sind, und das sage ich durchaus selbstkritisch, ja, ich sage das nicht stolz oder so, aber Männer neigen, also nee, wieder Jörg,
Stimmt das, was du sagst? Nee, er hat irgendwo ein Stück weit recht. Ne? Also, ja, du musst, also, selbst bei sehr guten Freunden musst du schon mal ein bisschen insistieren, dass sie sich persönlich öffnen. Aber das ist dann möglich. Dann ist auch der Schmerz, ja. Auch der Schmerz über also, eine zerbrochene Freundschaft, der bleibt auch bei Männern. Ja. Ja, wie so ein Mühlstein. Also ich, es ist auch jetzt, denke ich mal, müßig, das zu sehr zu vergleichen. Ja, das sind ein bisschen andere Welten, das glaube ich auch. Roberto sagte ja dann auch gleich, also ihr macht mir richtig Angst, was ist denn da bei euch los? Und das ist auch so. Also ich glaube, Frauenbeziehungen sind schon sehr schnell in der Tiefe auch des, ja, man redet sofort. Also ich rufe, wen rufe ich denn an, wenn es mir in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Beziehung nicht gut geht? Meine beste Freundin. Und da kommt ich auch. Alles auf den Tisch. Schön. Ich glaube gar nicht. Ich werde auch eher mit Frauen über so etwas. Ja, mit einer Freundin. Also mit einer, aber nicht, oder mit einem Freund. Ja, was für nein, ich mit, einer, Freund mit einer Freundin, mit zwei guten Freundinnen eher als genau, aber mit einem Frauen eher als mit Männern. Ja, genau. So. Und warum? Ja, weil die es verstehen. Ja. Wir reden ja jetzt so ein bisschen drumherum. Ne? So, jetzt sag ich mal, wenn ich mich mit meinen Kumpels treffe, so, dann geht es eigentlich darum, auch sich gegenseitig in einen reinzuwürgen und dann am Ende zu klopfen und eine super Runde. Primitivo oder Bier konsumiert wurde, ist eigentlich egal. Wir werden ordentlich zurückgerissen und dann erzählt die Partnerin, ja, wir haben auch über Sex geredet und ich so, Gott. Ja, ja, ich das mich, aber war Wort, ich etwa Thema oder ja, sowas? Aber du, im Wort Kumpel steckt schon wieder eine Distanz. Ja? Ein Kumpel ist was anderes als ein Freund. Ja. Na, also meine besten Kumpel sind auch meine besten Freunde. Ja. Ich differenziere da nicht so. Aber das also wirklich die engsten Freunde, mit denen würde ich halt gewisse Dinge, wo ich sage, das könnt ihr doch nicht in einer Runde besprechen. Das geht ja auch um mich. Seid ihr irre? Das ist für die ganz normal. Herr Doktor, ich darf Ihnen sagen, dass ich das auch schon von Giovanni gehört habe, der gesagt hat, Männer untereinander sprechen nicht über Sex. Ne? Stimmt. So. Ich kann dir also sagen, das ist bei Frauen nicht so, wie, nicht so detailliert, also wie Frauen das tun. Ja? Also, oder über lang allgemein, würde ich sagen. Also wir Frauen gehen ins Detail. Das ist Bescheid. Ja? Ja, ja. Also was ich, glaube ich, ausschließen kann, ist, dass wenn Männer sich miteinander über Freundschaft unterhalten, dass dann Tränen fließen, oder? Dass dann irgendwie so eine, also als ich mit den Frauen gesprochen habe. So emotional, glaube ich, Männer sich austauschen. Ja. Ja. Also die Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, da war wirklich, also das hat niemanden kalt gelassen, dieses Thema. Ja. Das wurde auch also wirklich sehr, sehr ja, mit viel Gefühl aufgenommen. Deswegen bin ich auch unglaublich dankbar für die Offenheit, die mir entgegenkam. Und es gab ganz viele Frauen, die auch sagten, du schreibst ein Buch darüber, da könnte ich dir sofort was erzählen. Ja? Also jeder hat da irgendwie sowas im Gepäck und denkt, oh weia. Und das, glaube ich, ist dann auch noch so ein bisschen was sehr Weibliches, dass wenn eine Frauenfreundschaft kaputt gegangen ist, das ist wie so ein Makel. Also so ein Konflikt hat keinen guten Ruf. Ja? Ich glaube, Männer gehen klarer in den Konflikt und halten den auch aus. Frauen schleichen um den Konflikt rum, machen lieber so ein bisschen hintenrum mal was. Sie haben unheimliche Verlustangst, was ihre besten Freundinnen angeht. Sie sind auch harmoniebedürftig, sehr harmoniebedürftig, glaube ich, in ihren Frauenfreundschaften. Sehr harmoniesüchtig. Und ja, ich würde mir halt auch so nach diesen Gesprächen auch von mir selber wünschen, mehr Mut wirklich zum Konflikt. Ja? Überhaupt sich mehr zumuten und dadurch auch eine, sag ich mal, klarere und vielleicht sogar in gewissen Zügen etwas männlichere Freundschaft zu pflegen mit meiner besten Freundin. Mhm. Nicht ganz mich so auszuschütten, das Herz sofort auf der Zunge zu tragen das und Konflikte auch zu erkennen. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Glaubst du, dass diese Unterschiede, über die wir jetzt gerade so ein bisschen gesprochen haben, sind die anerzogen oder sind die angeboren? Also eins glaube ich bei aller und wirklich von mir auch komplett geförderten Solidarität und auch Emanzipation von uns Frauen. Ich glaube, dass wir tief sitzend immer noch so ein Gefühl von Unsicherheit haben. Ja, das können wir auch erleben, wenn wir miteinander sprechen und sagen, du siehst aber heute toll aus. Was, ich? Das ist doch hier alles gar nicht so doll und so. Stimmt, man also tut das immer eher so ab. Man ne? würde das jetzt gar nicht sagen. Wir sagen uns aber auch nicht gegenseitig, du siehst heute toll aus. Ja.
Das wären aber schon wieder ein paar Worte mehr. Wir müssen ja auch auf unser Kontingent von Wörtern kommen, weißt du? Ich habe mir heute ein schönes Hemd angezogen für dich. Wir wollen Bier trinken. Ich habe mich hübsch gemacht. Ja. Aber Dorothee, du hast eine Enkeltochter und du hast einen Enkelsohn. Siehst du bei den beiden da schon Unterschiede? Ja, total. Also das ist sogar richtig erstaunlich. Wie alt sind die beiden? Die sind 6 und 9. Ja. Und meine Tochter hat eine sehr hübsche Angewohnheit, dass sie abends am Bett so das Beste und das Schlechteste vom Tage besprechen mit den Kindern. Und bei meiner Enkeltochter ist es wirklich so, sie erzählt jeden Abend seit Monaten von einer Dreierkonstellation von Freundinnen in der Schule, weil sie jetzt in der ersten Klasse ist. Und da gibt es also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Mädchen, die sie sehr beschäftigen. Ja. Und mein Enkelsohn liegt im anderen Bett und hört das zu und gähnt und sagt, oh, Mädchen sind so kompliziert. Oh. Und dann habe ich gesagt, wie sind denn deine Freundschaften? Er sagt, wieso, wir spielen Fußball. Ja. Das ist so, 6 und 9. Und meine Tochter, also Berlin, Prenzlauer Berg, die erzieht die Kinder wirklich, also jenseits des Klischees, ja, total. Aber es bleibt irgendwas hängen, ja. Und bei der Kleinen ist es wirklich nur diese beiden Mädchen aus der Klasse. Das ist das Thema. Also wenn Frauen, also Freundinnen sich unterhalten, es gibt einen neuen Mann im Leben einer Frau, dann erzählt man sich natürlich alles. Ja. Und vor allen Dingen natürlich die Geschichte, wirklich alles, Giovanni. Und natürlich auch die, im Detail. Das ist ja das, was ich sage. Ja, es ist so, müsst ihr durch. Auf jeden Fall erzählt man sich aber die Geschichte, wie man sich kennengelernt hat. Und das fand ich auch interessant zu erfahren in der Vorbereitung für diese Sendung, dass Giovanni, den du, Hubertus, ja schon so lange kennst, eure Kennenlerngeschichte nicht kannte. Magst du sie uns erzählen, wie ihr beide euch kennengelernt habt? Wie ich Giovanni kennengelernt habe? Nein! Nee. Ach so. Das ist schneller. Das ist schneller. Ich habe aus meinem ersten Roman gelesen, Die Kündigung, und war eingeladen im Hotel Interconti. Und es war in meiner Junggesellenzeit. Und es war der Landesverband der Hamburger Unternehmerinnen, der mich eingeladen hat. Und ich habe mir ein besonders schönes Hemd angezogen, ein besonders gutes Rasierwasser genommen, weil ich dachte, das ist ja, also hier vielleicht, mal sehen. Also, ach, du hast auf Ratschau. Mal gucken. Und, okay. Und das, vorbereitet. Und der Roman, ja, das war ein sehr ernster Roman. Ich glaube, die haben sich was anderes vorgestellt. Und ich sage mal so, es war eine sehr konservative Gruppe von Frauen, sehr viel Hermes-Tuch und so. Und ich dachte, um Gottes Willen, also so tief singst du nicht. Erschien mein Lieblingsitaliener. Also ich habe gesagt, du gehst danach sofort alleine zu deinem Italiener und trinkst noch einen Rotwein. Hier liest du tapfer dein Buch zu Ende. Und es war dann sehr nett. Und dann kam Dorothee zu spät. Und ich habe einfach gedacht, das ist eine tolle Frau, die da kommt. Und aber ich dachte, ja, die hilft dir, hier rauszukommen. Ja, das war meine Idee. Also du gehst nachher dahin und sagst, ach, Sie sind ja Chefredakteurin und wir können uns ja mal irgendwann treffen. Was du gar nicht wusstest, was ich nicht wusste. Aber dann habe ich den schnell die Flucht ergriffen. So. Aber die Geschichte ist insofern für Menschen, die Nähe und Liebe suchen, draußen an den Schirmen relativ unerquicklich, weil es war relativ unromantisch und keine Liebe auf den ersten Blick. Wenn du die Geschichte erzählst, jetzt erzählt Dorothee die Geschichte. Ah, ich freue mich, Dorothee. Es hat was mit einer Toilette zu tun. Ich liebe diese Geschichte. Ach so, diese. Ach, die Toilettengeschichte. Natürlich, die Toilettengeschichte. Da geht's schon los, weißt du? Völlig falsche Auswahl der Geschichte. Dorothee, bitte. Eine Flugzeuggeschichte. Wir hätten uns sicherlich nicht wieder gesehen, wenn wir uns nicht im Flugzeug zufällig wirklich voreinander, also oh Gott, Flugzeug. Ich 2F, er 1D und so haben wir uns dann irgendwie im Landeanflug entdeckt. Aber das war, da folgte dann ein Abendessen und dann folgte auch eine gemeinsame Fahrt. Super, super romantische Geschichte bislang. Nein, es kommt noch. Lass ihn. Wir hatten das Thema Toilette ja schon vorhin und es kam also da auch dazu, dass das für mich sehr dringend wurde. Und wir sind
Wir sind vor ein Hotel gefahren und Hubertus hat gesagt, würden Sie meiner Frau bitte die Waschräume zeigen. Da ist jetzt wirklich überhaupt nichts Lustiges dran. Aber für mich war es in diesem Moment lebensrettend. Und was auch natürlich irgendwie bei mir noch schlummerte, war so dieses Gefühl, Mensch, da ist einer für dich da. Ja, der beschützt sich. Ganz alberner Moment. Aber das war so ein Ding. Und da habe ich mich verknallt. Ich hatte eine gewisse weltmännische Attitüde. Ja. Ja. Ich mag das. Ihr habt jetzt gerade den 5. Hochzeitstag gefeiert und ich habe den Eindruck, wir kennen uns ja auch so ein bisschen, dass das wirklich eine ganz, ganz große Liebe ist, die ihr da habt. Punkt. Ist es vielleicht sogar die größte? Also für mich schon. Aber das ist jetzt. Ja, aber. Also können wir mal ein bisschen andere Themen. Kann wir zu Sachthemen zurückkommen? Ja, genau. 10 Minuten sind um. Nein, nein. Es ist einfach für mich auch die größte Liebe und ich finde es ganz toll. Ich war kurz vor 60, das sage ich einfach auch, und habe nicht gedacht, dass ich mein gesamtes Leben noch mal drehen werde, ja, und in München weggehe und auch eine Ehe sozusagen dann verlasse und einfach in Hamburg noch mal neu starte. Und ich finde, also ich bin dem Leben und Hubertus, aber auch diesem Leben so wahnsinnig dankbar. Das würde ich so sagen. Nein, ich komme natürlich deshalb zu diesem Thema und du musst es aushalten, weil du sagst, dass Dorothee dich vom Überlebensmodus in den Erlebensmodus gebracht hat. Das ist ja auch ein großes Thema deines Buches, das heißt diese ganze Scheiße mit der Zeit, wo es auch darum so ein bisschen geht, mal zu gucken, die Prioritäten seines Lebens nochmal neu zu ordnen. Bei dir ist eine Krebserkrankung vor 2 Jahren diagnostiziert worden und das macht ja auch was mit einem Paar. Ja, also ich hatte ohnehin vor, schon immer mal ein Buch über die Zeit zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, das hast du mir nie erzählt. Das war mir zu intim. Und zwar wirklich ein heiteres Buch, was schon die Märchen meiner Kindheit fingen an. Es war einmal, es begab sich zu der Zeit, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wir referieren immer wieder auf die Zeit. Wenn man einen Film dreht, du hast nur 28 Drehtage. Es ist immer wieder die Zeit, die dich einholt. Das ist unsere Chefin sozusagen. Und während ich so die ersten 100 Seiten hatte, bekam ich diese Diagnose, die nun in der Tat nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Und dachte, wie gehst du jetzt damit um? Begräbst du das Buch? Schreibst du es weiter? Es ist ja doch eine intime Geschichte. Und dann habe ich, dank Dorothee, muss ich sagen, so gesagt, ich nehme das jetzt mal an. Nun muss ich sagen, der Krebs ist komplett im Griff. Ja? Es gibt Menschen, die haben das wirklich auf einer anderen. Ich habe es wirklich im Griff. Toi, toi, toi. Aber was ganz völlig irre ist, dass seitdem ich so damit umgehe, insofern war es eine Art Therapie, dieses Buch, bin ich heiterer, ich bin optimistischer, ich bin zuversichtlicher. Ich war für Dorothee schon vorher in einer unerträglichen Weise optimistisch. Aber das hat sich noch mal gesteigert. Und ich kann wirklich etwas, was so eine Plattitüde eigentlich ist, lebt im Moment. Ja, das ist immer so. Aber ich kann das wirklich, ich kann das jetzt wirklich genießen hier. Aber ich kann sagen, darf ich wirklich in aller Diskretion in Winzigkeit aus dem Nähkästchen plaudern? Ja? Sei jetzt ganz vorsichtig. Ja? Also wir kennen uns nicht 40 Jahre, sondern 37 Jahre, was schon lange genug ist. Aber Hubertus hatte immer 2 Eigenschaften. Die eine war, er hat sich immer getraut, die Frauen anzusprechen, bei denen ich zu schüchtern war. Und, das ist das Entscheidende, wenn du an einer Mülldeponie vorbeigezogen bist, dann hat er nur die Rose gesehen, die da irgendwo am Rande hervorlugte. Er hat immer den Blick gehabt für das Positive. Und dafür habe ich ihn immer beneidet. Mhm. Der ist ein Mensch, der mit diesem Talent auf die Welt gekommen ist. Darf ich Ihnen alles sagen? Deine Frau sagt gerade ja. Zu dieser Rose würde ich auch noch sagen, dass er heute noch eine wunderbare Eigenschaft hat. Und das wird Susanne jetzt auch interessieren. Er sammelt Müll. Hubertus sammelt wirklich jede Plastiktüte, die irgendwo liegt, jedes kleine Teil von irgendeinem Dosenöffner oder sowas, so einer geöffneten Dose, nimmt er, pickt auf und er muss mindestens bei einem Spaziergang 5 Teile irgendwo wieder in die Tonne tun. Stell dir vor, das war ich heute zum ersten Mal. Darf ich trotzdem noch mal fragen, weil wir reden jetzt über eine Charaktereigenschaft, die Giovanni bei dir schon sehr lange diagnostiziert, 37 Jahre, dass du sehr positiv bist, sehr optimistisch.
Wobei hat dir Dorothee geholfen, dass du jetzt sagst, dass sie dich in diesen Erlebensmodus genau. gebracht hat? Ich habe, wie alle Kinder, glaube ich, die mit wenig Geld aufgewachsen sind, also mein Gedanke war nie, reich zu werden, weil ich wollte irgendwie ich wollte autonom, ich wollte unabhängig sein, ich wollte finanziell eines Tages unabhängig sein. Das war mein Wunsch. Ach so, wir sind fertig. Und, immer diese Scheiße mit der Zeit, Obertus. Und dann entsteht natürlich ein Mensch, der eine Firma hat und der eine Talkshow macht und der schreibt und der im Vorstand war und der so getaktet ist, dass man irgendwann sagt, ist das noch mein Leben? Und heute würde ich einen erfolgreichen Mensch daran messen, dass er immer sich mal wieder fragt, ist das noch mein Leben? Und vielleicht ist geringfügig korrigiert und den Erfolg nicht misst an objektiven Karrierekriterien. Und dabei hat sie dir geholfen? Da habe ich dabei ganz viel Anteil. Wahnsinnig geholfen, wahnsinnig geholfen. Ja. Und sie hat zum Beispiel meinen beiden Karzinomen Namen gegeben, Kafka und Shaw. Weil ich die gerne lese, ich habe auch gesagt, ich lese auch gerne Michael Ende, aber Kafka und Ende ist für ein Karzinom. Also insofern bin ich in einer sehr, sehr privilegierten, sehr heiteren Verfassung. Und das verdanke ich Dorothee Röhrig. Was für ein schönes Schlusswort.